Herzlich willkommen zurück, meine Freunde, zu Project Steam. Lange war es ruhig und jetzt habe ich wieder mal ein bisschen Zeit, meine Steam-Bibliothek abzuarbeiten. Wir sind wieder bei B, wie ihr sehen könnt. Wir zocken Brutal Legend. Das ist jetzt irgendwann, ich glaube, in einem Humble Bundle dazugekommen. Und ich finde allein schon dieses Hauptmenü cool. Seht ihr hier? Ist das cool oder ist das cool? Also Jack Black, der Typ, ist ja schon mal Wahnsinn. Und ich habe nicht reingespielt, auch wenn ihr Fortsetzen gerade blinkt. Wir starten mal ein neues Spiel. Und wir auf brutal. Wir spielen auf normal. Watch it, dude. Check it. Oh, hey, Riggs. Sorry, I smashed your guitar last night. What the? It's like new. Well, how'd you do that? Yeah, I'll try not to smash it so much this time. Don't mess with that guy. He scares me. Hey, Eddie, man. I hate to ask, but our manager wanted to know. When are you gonna build us, like, a new set? This Stonehenge stuff was funny in a kind of ironic retro sort of way, but... Look, Eddie, don't get me wrong. You're the best, okay? The greatest roadie in the biz. Everybody knows you can fix anything, build anything. Well, so maybe you could build us something that would speak more to our tween demographic. Is all I'm saying. Sooner or later, you're gonna have to join the modern world, you know? Fix anything except that. Metal is dead. So fine, almighty. Say what? You ever feel like you were born in the wrong time? Like you should have been born earlier? When the music was real? Like the 70s? Earlier. Like the early 70s. Uh-oh. I told you not to climb on that, you stupid mother! What the fuck? Um dem Spieler ein authentisches Roadie-Erlebnis zu vermitteln, kann es unumgänglich sein, dass in Brutal Legend von Zeit zu Zeit auch Kraftausdrücke verwendet werden. Ist das geil. Ich will jede einzelne Silbe hören. Please let him fall. Damn it. A good roadie knows his whole job is to make someone else look good. Keep someone else safe. Help someone else do what they were put here to do. A good roadie stays out of the spotlight. He's doing his job right. You don't even know he's there. Once in a while, he might step on stage just to fix a problem, to set something right. But then before you even realize he was there, or what he did, he's gone. Thank you.
Brutal Legend enthält blutige, das geil. Blutige und brutale Szenen, darunter auch Verstümmelung und gelegentliche Enthauptung, wann immer dies aus erzählerischen Gründen notwendig ist. Ja, sowas ist immer nötig. Der Wahrung historischer Genauigkeit dient oder Hammer aussieht. Also gut, aber nur wenn es dann wirklich Hammer aussieht. Jawoll! Das war nötig. To serve our master. Hey. Hey, I'm not your master. No, you are not. Hi. Ich sollte mir vielleicht diese Waffe hier holen. Oh, geht weg. Geht weg, ich glaube einfach im Kreis. Das passt. So, wie riecht die? So. Haha. Meine. Der Trenner. Wer es wagt, Hand an diese wundervolle Axt zu legen, bekommt den Zorn der Tainted Coil zu spüren. Axtangriff auf A. Unaufhaltsamer Axtangriff mit A festhalten. Okay. Uiuiui. A festhalten. Batz. Oh ja. Der Gewaltgrad gefällt mir. Huch, du lebst noch. Hat der gesagt, aus erzählerischen Gründen kann ich gar nicht springen? Nee, aber ich kann blocken. Okay, springen ist wohl nicht in dem Spiel. Steht eine Gitarre. Da steht meine Gitarre. Geil. Korrekt. Clementine. Zu Hause war sie nur eine einfache Gitarre, doch hier scheint die Welt selbst ihr zusätzliche Rockkräfte zu verleihen. Schockieren auf X und Pyro auf X gedrückt halten. Okay. Gegner, komm mal her. Wow. Korrekt. Aua. Spast. Verteidige dich. Ja, das ist ja auf B. Das haben wir gerade schon gesehen. Ist das cool. Habe ich irgendwo eine Lebensanzeige oder? Nö, anscheinend nicht. Okay, ich bin unsterblich. Läuft. Erderschütterer. Drücke A und X. Dieser Power-Akkord schleudert Feinde durch die Gegend und bringt Gebäude zum Einsturz. A und X. Okay, ich brauche einen Gegner. Gegner? Ach da. A und X. Korrekt. Erstmal die ganze Kacke hier zum Einsturz bringen. Nochmal. Aua. Meine Gitarre ist überhitzt. Jetzt nicht mehr. Okay, das Spiel ist abgefahren. Es sieht irgendwie aus so wie Darksiders auf lustig. Verrückt. Batz.
right, nice try, lady. Or whatever you are. I'm supposed to think you're a nun, but I know you're really some kind of big, ugly demon, so let's have it. Aha! I knew it! Big, ugly demon. Kind of sexy, though, in a weird way. Okay, so sexy war die jetzt doch nicht. Und sie ist riesig. Halte, um Gegner ins Visier zu nehmen. Ah, nice, okay. Vielen Dank für diesen Tipp. Erstmal werden wir sie jetzt rösten. Vorsicht! Ah, und ich kann rollen. Ah, nice. Das ist gut zu wissen. Jetzt wird erst mit der hässlichen Frau hier geschlachtet. Oh, ich habe ihr mit meiner Axt auf den Hintern gehauen und... Ihr Kopf ist abgefallen. Lustig. Erstmal den Rest noch killen. Ich glaube, das Spiel, aua, ist bei Steam auch gar nicht so teuer mehr. Das gab, glaube ich, letztens auch im Angebot für 5 Euro. Vielleicht habe ich es auch daher. Ich weiß es gerade gar nicht genau, wo ich es her habe. Humble Bundle oder Steam Deal? Eins von beidem. Okay, alright. Well, here goes. Oh man, gotta get this thing moving. Was zur Hölle ist das für ein Ding und was fliegt da links? Messed up demon powers of darkness and unimaginable. Was liest der da? Please transport me off this awesome corpse pile. I am but a visitor in your strange world, which some would call hellish, but I have to admit, it's kind of badass. Oh lords of gross leather things and S&M type wear. You know you guys really have style. That battle nun, she was hot. Sorry about killing her, but you're evil though, right? So by your good graces, I meant evil! Evil graces! Ah, son of a... son of a... Guys. Ich raus. Was soll das? Ah, bin ja nicht doof. Huch. Oh man, don't tell me I've been slaying hot girls this whole time. The axe. So you come for it as well. No, but these guys jumped me and... Hang on. And it was just sitting there, so... You handle it very naturally. Yeah, that's kind of strange, isn't it? But I've never touched an axe before. Who are you? Right shoulder. We've got to get out of here before he arrives. Yeah. So abgefahren. Teamaktion. Nähere dich einem Verbündeten und drücke Y, um mit ihm eine Teamaktion auszuführen. So. Spannend. Okay, ich muss erstmal diese Ketten da. Zack. Oh, hat ja super funktioniert. Ha! Erschlagen. Oder? Ja. Tot. Weiß. Ich habe tatsächlich keinen Lebensbalken. Sau verwirrend irgendwie. Was kann ich denn für Teamaktionen machen? Wow, okay, das ist cool. Was haben wir hier? Da leuchtet irgendwas blau. Das ist so Rambo-mäßig, was ist das? Blaues Licht, was tut das? Es leuchtet blau. Oh, fuck, ich wollte gerade diesen... Grand Slam, was ist das Neues? Leg dir deine Gegner zurecht und schmettere sie auf die billigen Plätze der endlosen Schmerzen. A-X-A, okay, A, huch, A-X-A. Bam! Okay, das gefällt mir. A, X, ach scheiße, meine Waffe ist überhitzt. Also Waffe, meine Gitarre. Nice. So, ach, du lebst ja noch. So, und was ist das jetzt da vorne? Was? Aber ich will wissen, was das ist. Okay, was gibt's da? Oha. Uiuiui. What is this place? The Temple of Ormegoden. It's a place of ancient power, but no one knows its true purpose. Da hängen noch Motoren. Warum hängen die da und wie komme ich da dran? Ich guck mal gerade, bevor ich da... Komme ich auch nicht rum, ne? Auf jeden Fall hängen da Motoren und ich weiß nicht wieso. Egal. Jetzt ist die Frage noch, was ist dieses leuchtende Gedöns hier? Reliktjäger. Eine seltene Ranke wächst an sagenumwobenen Orten des Landes. Spiele dieses Solo
Um uralte Bauwerke und Monumente ans Licht zu bringen, halte RT fest und wähle das Reliktjäger-Solo aus dem Menü. Ah ne, ich muss A drücken, Moment. So. What the fuck? Huch! What have you done? Das ist eine Werkstatt. Created beauty by simply rocking, that's all. Is that helping us get out of here alive? Das ist eine Werkstatt. Ich baue mir jetzt nicht ein Auto zusammen, oder? Ich baue mir ein Auto zusammen. Ist das abgefahren. Is it a minecart? I call it the Druid Plow. Let me show you how. Yo. Ist klar. Okay, slam it into goo, hoo, hoo, hello. Looks like it's working already. You have awakened the spirit of the beast himself. I hope so. Nicht dein Ernst, das wird ja geil. Also, der Teufel, aka Druidenflug. Dieser rollende Tempel ist ein Geschenk der Titanen, das nur von denjenigen zusammengebaut werden kann, die seiner würdig sind. Ja, ich natürlich. Gas geben und rückwärts fahren, alles klar. Ich bin ja so würdig. Bam! Hauptsache, wir überfahren erstmal alles. Läuft bei mir. Komm her, du große Frau. Zack! Großes, hässliches Viech. What's up with crazy legs? They called in reinforcements. Why such a large force? What? Maybe because we're badasses. Or maybe Vorsicht, oh, die kann man nicht kaputt machen. Okay, die sind zu groß. Das ist echt ein abgefahrener Platz. Batz! Geil, das brenne ich auch noch. Sexy! Könnten mich alle mal. Huch! Nein, nein, nein! You know, I don't really know. Haven't really thought about it yet, but so far that's the best explanation I've heard. Yeehaw! Oh, come on! Fucking sick of you guys! Alright, while I'm slaying these dudes, you get that gate open, okay? She's awesome. Nee, wieso Fahrzeug verlassen? Ich fahr erstmal alles tot. Ach, na gut. Wenn der mir sagt, Fahrzeug verlassen, dann wird da schon was dran sein. Frissaxt! Au! Friss mehr Axt! Komm her. Brav. So. Wie weit ist die jetzt da oben? Sorry. Did you know those dudes? Okay, Nitro. Drücke L, um zusätzliches Nitro freizuschalten. Alter! Das Ding ist riesig! Okay, Nitro ist geil. Frage ist jetzt natürlich, was ist das für ein hässliches Viech und wie töte ich es? Ich fahre erstmal im Kreis, ist natürlich schon mal ein Anfang. Wow! Handbremse für schnelle U-Turns, halte B. Ach, danke, dass ich jetzt auch schon mal fahre. Ah, und jetzt da durch. Ah, okay, ich verstehe, wie ich es töte. Ich muss gucken, dass er auf den Boden klatscht. Boah, bist du eklig. Und dann muss ich seine Zungen abfahren. Oder seine Tentakels. Ich weiß noch nicht genau, was es darstellen soll. Na. Scheiße, ich war zu langsam. Komm, 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 komm. Nice. Geh weg. In Ruhe. Mag dich nicht, du bist hässlich. Na komm. Klatsch.
Oh man, I felt so much safer in the car. Komm, rein da. Komm. Nice. Umdrehen. Und das war das letzte Teil. You'll never French kiss again. What's French kissing? It's the gates open. What? Oh. The gate. What's that? I couldn't hear you. It's like you got a lisp or something. Over here, you foul and rotten worm. Come and fight so that I may wet my blade on your putrid entrails. Boah, ist die dumm. Was auch immer ich jetzt hier machen kann. Was ist das? Oh, es machte Sinn. There, it is dead. And you, I will now teach you a... Hang on. I shall now teach you a French kissing. Er ist so unfassbar cool. Unglaublich. Ganz sanft, ja. Alles zerstört sich hier, aber wir fahren mal kurz ganz sanft nach Hause. What the fuck, was hier abgeht? Wow! Waren wir das? Haben wir das alles kaputt gemacht? Aha, abgestürzt. Ich hoffe mal nicht, dass wir das alles kaputt gemacht haben. Ja, die Straße ist ich auch, dass sie gerade am Arsch geht. Oh, wow. Fuck mir. Huch. Hat sich zufällig eine Rampe aufgebaut. Alter Vater. Hoch. Like the car. Yeah. Can't wait to show it to Lars. Deviculus. They say it was the fire beast Ormogodon himself? No. Far, far worse than me. It was Sikoria. I can smell her blood. The season of pain is upon us. But why has she returned now? What does she want? War. Finally. Was ein komischer Typ. We'll be safe in Bladehenge. Here, take this map. Geil, ich hab eine Karte. Wir sind da und müssen nach da. Orientierungsleuchtfeuer. Das sind so Punkte da. Interessant. Ich glaube, den Weg hätte ich noch so gefunden. Bladehenge is the center of the human resistance movement. Aha! Army headquarters, huh? Well, ist hier irgendwas? Right now the army is Tiere. Lars, his sister and me. What? Come on. Lars is a great leader. Truly inspirational. Folge deinen Richtungsanzeigen zum Licht der Metallgötter. Metalgötter. Es scheint immer auf deine aktuelle Mission. Aber ich sehe keine Lichter. Ach, da hinten ist ein Licht. Ah. Sounds like what you need is a roadie. What's a roadie?
It's a long story. How about when we get to town, we have a big powwow with your whole army, we'll have a campfire, and I'll tell you all about what I do and where I came from over a big flagon of mead. What's a flagon of mead? It's a drink. Aren't we in medieval times? We only have beer. Ophelia, what demon have you allowed to follow you home this time? Oh, hello. Don't mind Lita. She's Lars's little sister. A little high-strung. Lars! So let me get this straight. These performers, they don't even have to tune their own instruments? Nah, that's our job. The roadies. The rock star's job is just to deliver the audience to the promised land of rock. Fascinating. Can we get back to the part where you were summoned here from another world? Oh yeah, by this little guy here. You were brought here by Ormagoden? The Eternal Fire Beast? The Cremator of the Sky. Destroyer of the Ancient World. Yeah, I accidentally got a little blood in its mouth and it totally went nuts on me. There are those who speak of a day when Ormagoden the Fire Beast shall bring a warrior into this world. To destroy us. To deliver us. There is some dispute about the translation, but having met you, I can tell that you are here to help us. To lead us. To wage war against the demons, to liberate humanity! Hell yeah! I mean, hold on a second. I don't know anything about waging war, but I'll tell you what I do know. I know from meeting you, Lars, that you are the true leader here, not me. What I know is how to put a crew together and how to keep it organized and how to take it on the road. That, my friend, is exactly what we need. But I'm sure you must be longing to return to your homeland. All right. So where's your army, Lars? We have none. General Lionwhite has taken away most of our young men to toil in his mines. And he's taken our women to serve as slaves in his decadent pleasure tower. Well, let's go get him back! No, you are not to go near Lionwhite again. You were almost impaled last time. Compromise. We'll get the dudes first, and then they can help us get the ladies. But... time to break the chains! I'll show you the mines, but I think you'll find these chains very hard to break. Wunderbar. So, was auch immer da jetzt stehen mag, das ist nicht so wichtig, denn ich mache jetzt hier einen Cut. Das war Brutal Legend. Das Spiel ist, wie gesagt, bei Steam für, ich weiß nicht wie viel, müsst ihr nachgucken. Ich packe euch den Link einfach unten in die Beschreibung. Einfach draufklicken, seht ihr, es ist nicht teuer. Oder es war nicht teuer, keine Ahnung, vielleicht kommst du wieder im Deal. Macht auf jeden Fall Bock, klare Empfehlung, saulustig, habt ihr ja gesehen, haben viel gelacht. Und ja, wenn es euch gefallen hat, gebt doch gerne einen Daumen hoch, schreibt mir die Meinung in die Kommentare. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Tschüss!